Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es einen Poco Live-Haul geben. Wir werden nämlich gemeinsam zur Poco fahren und schauen uns mal so ein paar Dinge an. Ich bin hier halt schon in meiner Arbeitskleidung, weil wir hier schon ein paar Dinge in der Wohnung machen. Heizung streichen, die Türen müssen gestrichen werden. Und dafür brauchen wir halt einfach so ein paar Dinge. Und die findet man auch, zumindest die, die wir brauchen, im Poco. Und ich dachte mir einfach, wir fahren gemeinsam in den Poco und ich zeige euch halt so ein paar kleine Dinge dort, die ich für Mama kaufen möchte, beziehungsweise die ich für mein Schlaf- und Wohnzimmer bei Mama kaufen möchte, da wir halt ein bisschen dort umgestalten werden. Natürlich werde ich davon jetzt erstmal noch nichts kaufen, aber ich habe mir gedacht, ich werde die Chance nutzen und dorthin fahren, um schon mal zu gucken, ah, okay, ich könnte vielleicht dieses Regal dorthin stellen oder vielleicht diese Kommode für da kaufen, beziehungsweise, ja, ich schaue es mir an, aber kaufe es dann in dem Poco meiner Eltern, der in der Nähe ist. Natürlich werde ich euch da auch nochmal mitnehmen und dann werde ich euch genau zeigen, was wird sich ändern, was werde ich erneuern, was wird umgestellt. Da werdet ihr im vollen Programm natürlich mit dabei sein. Aber jetzt sage ich mal, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ein Regal möchten wir dann für Mama mitnehmen. In die Ecke, weißt du? Denkst du, das wird passen? Kostet 40 Euro. Das Regal, was ich vorher hatte, gibt es gar nicht mehr, dieses Eckregal. Steht da hinten noch, aber ist ein anderes. Ich habe online geguckt, gab es da auch nicht mehr. Ich denke mal, das hier würde passen. Genau. Hoffen wir mal. Hier sind die ganzen Kommoden und ich habe gedacht, dass wir hier den Fernseher draufstellen. Nein, das ist die ist zu klein. Hier gibt es auf jeden Fall drei Größen, klein, mittel und groß. Die große habe ich schon bei meinem Zimmer. Ich denke mal, ich werde die mittlere nehmen. Die mittlere sehe ich hier aber auch nicht als Ausstellungsstück. Höchstens in einer anderen Farbe hier. Das sollte aber auf jeden Fall passen. Ja, genau, ist eine andere Farbe. Das ist das, was wir haben wollten. Ich denke mal, dass das passen wird. Schreibtisch haben wir jetzt leider für Pascal keinen gefunden. Dieses Anthrazit will ich nicht nochmal haben. Den hat Pascal jetzt gerade, der ist sogar im Angebot, kostet derzeit 189 Euro. Ja, der geht aber weg, den werden wir an Nikita geben, also an den Sohn von Xenia. Hier ist sogar Pascal sein Stuhl, den er hat. Ist auch teurer geworden, 199 Euro für so einen verfluchten Stuhl. Das finde ich auch nicht schlecht. Guck mal, Schatz. Sieht auch voll edel aus, oder? Ist nicht deins? Die machen hier bei Poco nur Stichproben, Leute. Nur Stichproben. Hier ist eigentlich 2G und die machen Stichproben nur. Finde ich ein bisschen blöd. Guck mal. Ja, ist auch nicht meins. Aber das glitzert voll schön. Ich finde dieses alte irgendwie voll edel. Ja, Lina, mach hier nichts kaputt. Mach hier nichts kaputt. Hier ist dieses Mini-Regal. Was ist das eigentlich? Telefontisch. Auf den Namen wäre ich ja niemals gekommen. Badezimmerschränke. Ich glaube, der hätte damals bei uns auch reingepasst. Dieser kleine. Ich glaube, der wäre zu breit gewesen. Der hätte, glaube ich, auch gepasst. Findest du? Wir hätten uns sowas hier von Anfang an holen müssen. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Naja, jetzt ist es egal. Zu spät. Schaut mal, wie süß, ist sogar reduziert. Minimaus. Voll die süßen Kissen. Hier haben wir übrigens Decken. Sind viel teurer als bei Kick. Nee, lassen wir mal. Und hier haben wir Decken. Voll weich. Ich zeige euch jetzt nochmal meinen Staubsauger, falls es den hier noch gibt. Ich glaube nicht. Mich haben nämlich ein paar gefragt. Ich glaube, den wir hatten, den gibt es hier nicht mehr. Der war hier unten. Den haben wir. Kannst du mal aufhören, hier die ganze Zeit im Weg zu sein? Ich versuche hier den Leuten was zu zeigen. Ich stehe mir nicht im Weg, geh weiter. Was willst du jetzt hier, Mann? Ich wollte zu Poco, nicht du. Jetzt geh weiter hier. Bügeleisen. Ich habe immer noch keinen. Schande über mich, der sieht cool aus. Ach doch, hier gibt es noch einen verpackten. Ich glaube, das ist der letzte.
Hier steht aber auch irgendwie kein Preis. Ich glaube, wir haben für unseren 50, 60, 70 Euro bezahlt. Irgendwie so. So eine neue Lampe wäre auf jeden Fall auch vorteilhaft. Ich habe meine bei mir im Zimmer nämlich kaputt gemacht bei meinen Eltern. Sowas wäre ja auch nicht schlecht. Okay, das wäre mir jetzt ein bisschen too much. Die finde ich nicht schlecht. Aber die ist zu groß. Die ist voll groß. So eine wollte ich am Anfang für das Schlafzimmer haben. Pascal hat aber nein gesagt. XXL-Glühbirne. Für stolze 45 Euro. Ja, der ist jetzt im Angebot. Das ist genau derselbe Kamin, den Mama gekauft hat. Und jetzt ist er im Angebot. Krass, ne? Naja, hätte sie sich 50 Euro sparen können. So ein Ding wollte ich die ganze Zeit haben. Kaufst du mir aber nie. Schäm dich. Ich wollte auch einen Kamin für die Ecke da hinten. Also für die Wandseite da, weißt du? So eine war ja auch nicht schlecht. Ja, an die Wand da. Bei Mama oben. Der wäre nämlich zu groß. Was ist das? Dunkelheitsstaub. Reicht für die Ecke. Nein, reicht nicht. Mein Spieleland. Schatz, lass mich hier. Ich habe hier alles, was ich brauche. Grills gibt's auch schon. Fängt schon langsam an. Ich habe hier was im Prospekt gesehen. Für Kisten. Zum Draufstellen. Ich weiß aber nicht, wo die hier sind. Hier, Leute. Die gibt's ja auch bei Tegel. Früher haben wir die aber immer hier gekauft. Weißt du, was ich meine? Oh, da, wo man halt diese ganzen Kisten draufstellen kann. Sowas ähnliches wie das hier. Wasserkastendinger da. Ja, genau. Sehe ich hier aber nicht. Ach, hier Kastenständer für 19,99 Euro. Solche haben wir zwei Stück bei Mama, Leute. Die sind absolut scheiße. Die sind halt für Klamotten, ne? Kann ich euch gar nicht empfehlen. Also die wackeln nur, vor allem das hier auf den Rädern. Wir haben einmal eins ohne und einmal eins mit Rädern. Absolut für die Tonne, Leute. Da geht lieber zu Ikea, da sind die nämlich besser. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Wir schauen uns hier jetzt mal so ein bisschen die Küchen hier an, was es hier so Schönes gibt. Ja, einfach schon mal gucken. Vorbereitung, wir planen ja, Haus in den nächsten Jahren zu bauen. Und ich schaue mir einfach super gerne hier die Küchen an. Ich werde ja so richtig schwach bei Weiß-Hochglanz. Und diese Betonfarbe finde ich richtig schön. Oder, Schatz? Der antwortet mir gerade nicht. Der ist irgendwo da hinten. Betonfarbe ist schön, oder? Ja. Sieht irgendwie aus wie die, die wir jetzt haben. Nee, unsere ist ein bisschen gröber. Die ist ein bisschen feiner gehalten. Aber ja, das ist so eine ähnliche. Und ich glaube, unsere ist glatter vom Material. Die Küche da hinten ist sehr schön. Den Tisch von uns gibt es sogar auch noch. Ja. Nein, das ist genau dasselbe. 299 Euro, wir haben doch nicht so viel Geld dafür bezahlt. Nein, unserer ist genauso. Der ist nicht größer, das ist genau dasselbe. Ach stimmt, es gab zwei Größen. Das ist der definitiv nicht, der ist viel zu klein. Also der, den wir haben, der ist größer, der ist genauso groß wie mein Schreibtisch.
voll die schöne Deko hier. Guck mal, bling bling. Blinkt auch in deinen Augen so. Ich finde den da hinten so schön. Dieses. Ja, und der hier? Oh, Alter. Ganz ehrlich, ich gehe ohne dich einkaufen fürs Haus dann. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich gehe ohne dich dann einkaufen. Ja, weil die heißt nur mag ich nicht, will ich nicht. Hier gibt es übrigens ein paar Sofa. Dann geh auch ohne mein Geld einkaufen. Brauche ich nicht, ganz ehrlich. Guck mal, was für ein schönes Sofa. Ist schön groß. Ja klar, kannst gerne dieses hässliche grüne Sofa mitnehmen. Nein, das sieht voll hässlich aus. Das sieht 1A aus. Kostet aber auch stolze 1299 Euro. Das finde ich auch zum Beispiel hässlich. Das ist voll die ekelhafte Farbe irgendwie. Das wiederum finde ich cool. Ah, das finde ich auch nicht so schön. Ey, alter Mann. Das. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber die ist, glaube ich, matt. Nee, matt Hochglanz. Guck mal, das sieht voll schnell fleckig aus. Finde ich nicht so schön. Heul leiser. Danke. Guck mal, Schatz, lass uns hier sowas mal mitnehmen. Ein Massagestuhl. Ah, und du hast dir den aber verdient. Ja, ich will den ja nicht. Ach, halt die Klappe. Guck mal, so ein Sofa wäre auch perfekt für unten. Ein kleineres. Zwar nicht in der Farbe. Zwar nicht in dem Material. Ja, ein bisschen was Weicheres. Guck mal, es gibt hier auch sowas, aber das ist ein bisschen höher. Hier, guck mal da hinten. Hier. Das würde perfekt reinpassen. Das weiß ich. Ja, wir brauchen nämlich ein neues Sofa. Dann machen wir unten. Das Sofa ist da zu groß. Hier. Das finde ich schön. Kotze ich selbst an. Nee, hier gefällt mir nichts. Hier finde ich nicht schön. Kleiderschränke. Schubladen. Voll scheiße. Gefällt mir nicht. Der ist voll hässlich. Warum sind die hier alle so klein? Ach, der gefällt mir. Guck mal. Du bist klein. Der ist voll schön. 400 Euro. Den finde ich gut. Oder diesen weißen hier in Hochglanz. Ich mag diese Schiebeschränke voll gerne. Aber ich glaube, das ist wirklich... Ja, putzen, putzen, putzen. Ist auch hübsch. Ja, perfekt für dich, ne? Tschüss. Da kannst du ja reingehen und da bleiben. Ich fahre jetzt nach Hause. Vorher gibst du mir aber den Schlüssel. Guck mal, ich habe ein Bett gefunden. Schatz, kaufst du mir so einen Hocker da hinten? Nein. Doch? Ja. Oh Mann, du bist gemein. Diese Schiebeschränke, guck mal, wie schön die sind. Guck dir mal den da hinten an. Nein. Voll schön. Nein. Doch. Hier, dein neues Bett. Oh. Sieht auch schön aus. Ja, ist meins. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow.
Pascal hat jetzt sein ganzes Zeug geholt, was wir brauchen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch ein Monster mit für 1,50 Euro und Pfand, also 1,75 Euro. Zero. Und irgendwas an Schoki nehme ich gleich mit zum Knabbern. Ich denke mal, ich nehme hier diese Kekse hier mit, diese Softcake-Dinger in Orange. Super lecker. So Leute, wir sind auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Ich muss wirklich sagen, beim Poco fand ich so ein bisschen was unnötig. Also da stand hier vor dem Eingang riesen fett ein Schild, beziehungsweise war da ein Zettel. Man darf nur mit der 2G-Regel rein, das heißt genesen oder geimpft. So, wir gehen da rein, haben schon Pass rausgeholt, ich habe die Corona-Warn-App schon geöffnet mit dem Zertifikat. Hat uns jemand kontrolliert? Nein. Wir waren super lange in diesem Poco und wir sind an Millionen von Mitarbeitern gefühlt vorbeigelaufen und niemand hat uns gefragt, beziehungsweise niemand hat uns kontrolliert. Also ich fand dieses Schild vor Poco ehrlich gesagt übel unnötig, weil dann lass doch bitte gleich einfach alle rein, dann ist das doch in Ordnung, weil es gehen sowieso alle rein, ob genesen, geimpft oder keine Ahnung was, oder nicht geimpft. Ich fand diesen Zettel einfach vor der Tür sowas von unnötig, weil niemand kontrolliert hat und ich habe auch keinen gesehen, der kontrollieren wurde. Also Poco, I'm sorry, aber das ist wirklich von euch krass unnötig gewesen. Naja, okay. Ich habe eine Menge gefunden für mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer bei Mama. Ich werde euch aber definitiv nochmal mitnehmen, wenn ich die Sachen kaufen gehe. Ich habe euch im Video ja gezeigt, was mich so ein bisschen anspricht. Ich habe eine Kommode gefunden, ich habe so ein Regal gefunden. Pascal hat eine Menge Silikon gekauft, Farbe gekauft und halt noch so einen anderen Krimskrams, Schutz und so einen Kack. Das habe ich alles nicht abgefilmt, weil das meiner Meinung nach total uninteressant ist. Ja, und ich hatte auch keinen Bock, mich irgendwie mit Pascal dazu beschäftigen. Deswegen habe ich ihn einfach alleine machen lassen und bin einfach weitergelaufen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich krass über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren. Sonst verpasst ihr in Zukunft auch keins meiner Videos mehr. Und ich wünsche euch jetzt schnuckis noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.